Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, World of the Lamb. Ich schau mal, ob es hier nicht einen super Zug getrunken gibt. Ne, leider nicht. Ich bin ja auch völlig verwirrt hier. Ich wollte noch gerade zum Boss gehen. Erstmal aufladen. Und wir kämpfen gegen The Fallen. Der erinnert ein wenig an den kleinen Satan. Allerdings nur ein bisschen. Und natürlich hier, zack. Zack. Ja, ist ja gut. Tja, das ist natürlich auch schön mit dem Brimstone, wenn wir hier zwei von denen haben. Wenn wir die beide treffen, machen wir natürlich doppelt so viel Schade. Au, nein, geht weg. Oh, sind sie ja völlig synchron gelaufen. Och nein, ich hab gedacht, ich kann noch ausweichen. Tja, der ist generell gar nicht mal so einfach. Und wir bekommen The Pact. Das sind, glaube ich, zwei Damage-Up. Warte, ich gucke gleich. Ach, sieht man ja nicht mehr durch den Brimstone. Ich glaube, es ist jetzt ein doppeltes Damage-Up. Und wir bekommen außerdem, ich glaube, zwei Spirit Hearts. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich konnte nicht gucken. Tja, schade, dass er uns so gut getroffen hat, aber... Naja. Das kann man manchmal nicht ändern. So, hier eine Bombe. Mit Bomben können wir ein wenig verschwenderisch sein. Wir haben ja genug und deswegen hier. Oh. The Safety Cap. Ja, komm. Bomben haben wir erstmal genug. Wir müssen nicht unbedingt noch mehr produzieren. Wovon wir allerdings nie genug haben können, sind geile Pillen. Zumal wir auch die Health-Up-Pille besitzen oder haben können. Und hier kommt Spirit Heart nämlich mit. Wir können ja nicht genug auch Health-Up-Pillen besitzen, weil die bringen ja auch nochmal einen Spirit Heart dazu. Da sind wir wenigstens lebenstechnisch schon mal sehr gut ausgerüstet. Ich hatte übrigens schon mal eine Aufnahme gemacht gehabt, vor ein paar Tagen mit hier The Blue Baby. Aber hatte das Problem, dass der Spielsound nicht mit aufgenommen wurde. Und das war dann wirklich sehr blöd und... Isaac, keine Rückmeldung. Wehe, du stürzt jetzt ab. Ich drück mal die Leertaste. Jetzt. Komm schon. Ja, nichts anfassen, ne? Never touch a running system. Schön schwarz-weiß Optik hier, ist alles in Ordnung. Und? Ja, gut. Die Gefahr nochmal abgewandt. Zack. Zack. Nein, habe ich mich hier. In der Ecke manövriert. Das war ein bisschen knapp. So, hier bekommen wir nochmal. Bombsakil, naja, gut. Eine goldene Kiste, warum nicht? Mit einer Pille nochmal Bombsakil. Ach komm, hör auf. Zack, zack, zack. Orsen da. Das ist ja auch nicht der Wahnsinnsgegner. Richtig aufladen. Und was gibt's hier noch? Aua. Wenn ich mich recht entsinne, heißen die Knight. Also entweder, entweder ist das der Springer, also vom Schach, oder eben der Ritter. Hier ist was los. Eine Kiste. Mit. Ach, hör doch auf. Bombsaki. Hier haben wir schon mal vier Items eventuell. Ich nehme einfach im Moment noch nicht so viele Items mit. Ihr wisst ja, der Würfel und so. Und dann schaue ich mal, was sich am meisten lohnt, umzuwandeln. Ja, das Geschwader war jetzt auch nicht das Riesending. Book of Shadow. Ja, ne? Ja, auf der einen Seite ist eben das Book of Shadow. Auf der anderen Seite haben wir nicht so ultra schlechte Chancen, dass wir nochmal eins bekommen. Oder ein besseres Item. Pistola. Die meinen es heute nicht gut mit uns, oder? Auch Männe. Das muss doch nicht sein. Eine Pille.
Dann muss ich bestimmt die Münze trotzdem aufnehmen. Ja. Health Down. Ja, eine Health Down Pille will ich unbedingt benutzen. Haben wir die vorhin. Ja. Komisch. Haben wir vorhin schon mal eine Health Down Pille benutzt? Und warum wissen wir jetzt, dass es eine Health Down Pille ist? Noch eine Health Down Pille. Was ist denn hier nur los? Ja, ich ignoriere das erstmal alles und schaue mich mal nur hier ein bisschen um. Sind zum Glück überhaupt nicht viele Viecher. Hier rechts hatten wir schon geguckt, oder? Scheinbar nicht richtig. Na klar, der Greed. Ja, der Greed ist halt so eine Sache, ne? Schade, mir wäre es lieber gewesen, hätte er Münzen gespawnt. Weil die hätten wir umwandeln können. Manchmal sind das auch richtig viele. Ja, ich habe schon gedacht, der trifft noch die Fistula. Genau so. Genau so. Ach, ich habe ja den Würfel schon wieder aufgeladen. Mist. Habe ich nicht aufgepasst. So. Nein. Eigentlich wäre das ja der beste Kandidat. Alles so als Raum. Was bekommen wir denn hier? Health Up ist ein Spirit Heart wert. Bolts of Steel sind zwei Spirit Hearts wert. Und was haben wir hier noch? Eine Kiste? Kiste? Guck mal eine an. Nein, die hätte ich nicht aufnehmen sollen. Ja, ihr seht schon, der Würfel ist relativ mächtig. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es in so einer Arcade-Station ablaufen könnte. Ah, nein, ah. Hör doch auf damit. Kotzt mich an, Junge. Boss of Steel? Ja. Nehme ich mit. Ach, mit den Boss of Steel-Pillen haben wir echt ein riesen Glück gehabt. Und natürlich auch mit Health-Up. Wobei Health-Up wirklich seltene Pillen sind. Also selten heißt in dem Fall, dass es selten ist, dass sie in einem Spiel auftauchen. Alles im Sonderangebot, hä? Was gibt's denn hier? Wissen wir nicht. Bitte etwas Gutes, bitte etwas Gutes, bitte etwas Gutes. Bad Gas, naja gut. Und ich glaube, die Mappe... Na komm. Nehmen wir mit. Ich denke... Okay. Ja, ich denke, die Map ist hier für 7. So viel Geld brauchen wir auch nicht mehr. Guck mal einer an. Eine Bobby hier. Ich traue dem kleinen Chat noch nicht so richtig. Da weiß ich nämlich, oh, Help up. Eine, zwei, drei. Da weiß ich immer noch nicht, ob der Bombe nicht doch mitziehen kann. Und hier mache ich mal schön vorsichtig. Jetzt den Penner erwischen wäre wirklich unangenehm. Dann lieber eine Bombe mehr verschleudern. Sehr gut. Und dann mal ganz unaufdringlich hier. Ey, hey du. Hey, hier, nimm. Nimm all mein Geld. Und sehr schönes Item. Die Leiter, naja. Naja, besser als nichts, ne? Oh, 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 oh. Ja, gut. Ja, da, da, da. Alles überhaupt nicht viel zu knapp. Cool. Nekropolis 2 heißt, wir haben noch diesen Raum, in dem uns Loki erwartet. Ach, den mag ich eigentlich. Aber auch nur aus dem Grund, weil er immer so niedlich guckt und guck mal, wie er sich freut und er jagt, dass ich die Fliegen immer selbst in die Luft. Ja, den mag ich. Guck mal, wie er sich freut. Hui. Wenn ich schnell genug bin, genau. Ah, ja, irgendwo muss ich ja erst rein. Na ja, komm, spawn nochmal die Fliege. Nicht? Mache ich das eben so. Ja, und so ein HP-Up ist eben ein Spirit-Heart wert. Und da muss ich am besten gleich mal reinschauen, was geht denn hier? Ah ja, Gabi's Tail, ne? Weiß ich nicht, ob das klug ist. Kann durchaus. Ja doch, ich denke, das ist...
Ist ein bisschen riskant, aber naja, ach naja. So, ganz viele Items. Umwandeln in andere Items. Nicht so ganz super, aber gut. Alles mitgenommen. Was geht denn hier noch? Items. Bombsakies. Bombsakies. So, sonst haben wir alles mitgenommen. Ich schaue nochmal ganz fix da hoch. Okay. Und ich schaue nochmal ganz fix mal mit in die Arena. Tut mir leid. Entschuldigung. Aber in die Arena müssen wir dann doch nochmal schauen. Gibt's da Items? Tatsächlich. Gucken wir mal eine an. So, ich hoffe und bete, dass es im nächsten Level eine Arcade-Station gibt. Denn die könnt ihr euch vorstellen. Wäre ganz super, obwohl wir die Blutmaschine, also die Blutbank, nicht wirklich effektiv nutzen können. Denn wir können ja unsere Herzen nicht so einfach wieder auffüllen, wie das sonst der Fall ist. Ja, war die richtige Entscheidung, oder? Guck, ich war da. War der Teufelsraum nicht gerade noch rechts? Oder bin ich blöd? Ach, seltsam. Ach, hör auf. Job. Was machst du denn hier? Und warum machst du nichts? Ja, jetzt. Ja. Er hat sich wirklich ganz hart gewehrt gegen uns, aber es hat nichts geholfen. Zwei Items. Zwei Pickups. So rum ist richtig. Items sind ja die Dinger auf dem Sockel. Eins, zwei, drei, vier. Na, das war ja klar. Und auch hier können wir uns hier drauf retten. Denn da kommen die kleinen Viecher nicht hin. Haha. Und sind somit in Sicherheit. Nicht ganz so cool wie fliegen, aber immerhin. Gibt uns das nochmal die Möglichkeit, den Viechern hier besser auszuweichen. Zack. Hau. So, wir haben allerdings keinen passenden Raum, wo wir den Würfel benutzen können. Denn im Moment gibt es hier nicht so sehr viel zu holen. Überall nur eins und nochmal eins. Den kann ich mal gar nicht richtig ernst nehmen. Und zwei. Na gut, über Larry Jr. brauche ich das gar nicht reden, ne? Schon gar nicht mit Brimstone. Und oh, was für eine feine Chance auf Spirit Hearts haben, ist echt. Ja, guck mal. Ja, 10 Münzen, 3 plus 7. Also ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das passt alles wie die Faust aufs Auge. Genauso das hier, das ist doch... Hallo? Was ist denn nur los? Ich habe wirklich nur ein einziges Spiel gemacht mit dem Blue Baby, wie gesagt, wo dann die Sonderaufnahme nicht ging. Bin ich auch nicht so weit gekommen. Weil ich einfach nicht genug Spirit Hearts bekommen habe, nicht genug Leben, aber hier immer zu. Ein Haufen Spirit Hearts, die wir so finden, immer zu. Und hier schon wieder ein Spirit Heart. Und nicht hier ist ab, wie da steht, sondern Schaden. Meine Fresse. Hey, guck mal. Zack. Also nicht, dass ich mich beschweren will hier über die Zustände, die hier herrschen, aber das ist schon sehr mysteriös. Komisch. Den Kerl sieht man doch meistens nur in Boss-Arenen. Das ist wahrscheinlich auch eine. Das ist sehr wahrscheinlich eine Boss-Arena. Die mit dem roten Schwert. Oh, ich bin natürlich genau reingelaufen. Klasse gemacht. Schön vorsichtig. Und zack. Noch einmal. Ja. Genau, das war mit hundertprozentiger Sicherheit eine Boss-Arena. Da ist immer ein Item in der Mitte. Kommt man nur rein, wenn man wenig genug Leben hat. Ach ja, hier war der Händler. So. Der Startraum. Nochmal nach links schauen. Fliegen. Die finden sich ja ganz putzig gezeichnet. Die grauen und die roten Fliegen hier. So, was gibt's denn hier?
Ja, auf sowas habe ich doch gewartet. Super Trollbombe. Ein paar Münzen. Ja, komm, die nehme ich mal mit. Den Rest lasse ich mal noch liegen. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Ho, 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 ho. Eins. Zwei. Den Rest lasse ich liegen. So. Ja, ist natürlich ein bisschen, ist ja natürlich viel hin und her und nochmal umwandeln und nochmal machen. Das war die Health Down Pille, oder? Ja. Schon wieder. Da. Noch vollen Beschuss genommen hier. Ach, die Telepille. Die benutze ich nachher bestimmt auch mal. Was haben wir hier? Ja, na komm. Infestation. Ich glaube, wenn wir getroffen werden, spawnen wir Attack Flies. Ja, genau. Da will ich am besten nichts mitnehmen. Eine muss ich leider. Die nehme ich mit. Eine Kartestation. Aua. Und, ein blauer Automat. Der macht sich ganz gut, weil wir da eine Chance auf Spirit Hearts haben. Allerdings haben wir ziemlich wenig Knete. Was natürlich wiederum schlecht ist. Und wie gesagt, die Blutbank ist natürlich auch Blödsinn. Die bringt uns überhaupt nichts. Tja, sind wir nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, unsere Aktion hier. Das sind unsere zwei Herzen. Was haben wir hier? Dämonen? Wo bringt uns denn Dämonen hin? Ach, zum Sigilturm. Genau. Ja, der Ankh. Starten wir nochmal, wenn wir sterben, mit drei Spirit Hearts. Klingt zwar gut, aber ist eigentlich völliger Blödsinn, weil wir mit drei Spirit Hearts meistens keinen Endboss kaputt bekommen. Und wir gehen dann mal hierher. Und was gibt's hier so? Kiste, Kiste. Schnell laufen. Und Bombsar Keys. Natürlich. Ja, komm her. Death. Ist relativ stark. Jetzt liegen hier vier Items rum. Und ich glaube, ich nehme dann doch mal die Tele. Ja, na komm. Nehme ich und zwar. Hoffe ich, dass wir irgendwo hinkommen, wo es schön ist. Ja. Na gut. Da hätten wir genauso rum. Die Telepille ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, wie man einen I am Error Room bekommt. In dem Raum liegen zwei Items, die man sich schnappen darf. Und gleich die Klappe zum nächsten Level. Dafür nehme ich natürlich wieder mit. Und eigentlich könnte ich ja auch gleich mal hier und das da machen. Und eventuell auch das da. Und dann die Münzen mitnehmen. Ja, komm her, Bombe meinetwegen auch noch. Und dann hier noch ein bisschen reinstecken und hoffen, dass wir vielleicht noch ein Spirit Heart bekommen. Spirit Heart. Balls of Steel. Hero Fan. Bad Guess. Ja. Ist klar. Wahrscheinlich können wir den Würfel nicht nochmal aufladen, vermute ich. Natürlich sehr tragisch. Oh, viele Münzen, die ich vielleicht doch lieber... Naja, gut. Was soll's, zu spät. Ja, wir können ihn nicht nochmal rechtzeitig aufladen. Schade, schade, schade. Aber das kann man ja... Das kann man gerade nicht ändern. Das können wir gerade nicht ändern. Hier waren die ganzen Items... oh. Das wollte ich nicht. Oder hier? Wo waren die ganzen Items? Hier hatten wir nochmal ein paar... Komisch, war es schon alles? Habe ich mich geirrt? Ich dachte, wir hatten irgendwo noch ganz, ganz viele rumliegen. Hm. Waren wir hier schon? Ja, links war der Händler. Also, auf zum Boss. War es vielleicht hier? Hm. Komisch. Na egal, habe ich mich geirrt. Und bevor wir reingehen... Tja, wie soll man sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Ob wir das schaffen mit dem Blue Baby, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.